Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Infinity mit dem Panjo. Hi. So, und das große Problem der Energie ist noch zu klären. Und zwar ist ja der Plan gewesen, hier diese ganzen Geothermalgeneratoren alles oder generell was wir alles an Energie erzeugen, in einen großen RF-Speicher quasi einzuspeisen. Der steht hier, ist hier quasi schon angefangen. Der wird noch um einiges größer, hat aktuell 350 Millionen RF gespeichert. Hier ist das Tesserakt, wo das gerade ankommt. Das ist natürlich jetzt das Problem, dass wir EU erzeugen. Natürlich, es kam auch die Frage auf, wieso erzeugt der EU, wenn ihr sowieso RF, weil es gibt ja gute RF-Maschinen. Das Problem ist halt nur, dass wir EU auch brauchen. Natürlich könnte man jetzt sagen, wir wandeln es um in RF und dann wandeln wir es wieder um in EU. Das ist natürlich hin und her doppelt gemoppelt, ist ganz klar. Ich wollte aber hier ein paar Geothermal bauen, von daher passt das jetzt erstmal. Oder beziehungsweise lassen wir das jetzt auf jeden Fall so. Wir könnten natürlich, hätten wir auch Generatoren nehmen können, die mit Lava funktionieren. Und direkt RF erzeugen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ist aber jetzt erstmal wurscht. Fakt ist auf jeden Fall, dass ein EU 4 RF sind. So, das heißt, ein EU sind 4 RF im Umrechnungskurs. Wir haben ja aktuell 70 Generatoren, die A20 EU erzeugen. Das sind meines Erachtens, wie viel sind das? Was hast du, 70 Generatoren? Ja, 70 mal 10 sind, bin ich jetzt gerade blöd. Was, 70 mal 10 sind 700? Ja, 700, also 1400 EU werden hier aktuell erzeugt. Das Ganze mal 4 sind 28 sind 56. Ja, 56, also 5600 RF werden hier erzeugt. Ein Rednet-Kabel. Also ein Rednet Energy Kabel trägt oder überträgt nur maximal 1000 RF. Das heißt, wir bräuchten 6 so eine Kabel, um die komplette Leistung, die hier erzeugt wird, auch nach unten zu schicken. Ich habe mir jetzt so überlegt, wir könnten uns die MFE sparen und quasi nur einen Tesserakt benutzen, wenn wir alle Kabel hier einfach durch diese Rednet austauschen. Moment, das probieren wir jetzt einfach mal. So, wir werden quasi diese Glasfaserkabel jetzt hier erstmal wegtun. Die verbinden sich sowieso nicht mit dem Rednet. Das ist eh das aktuelle Problem. So. So, die knödeln wir erstmal alle weg. Und dann werden wir hier quasi komplett diese Rednet-Kabel setzen. So. Ja? Ich glaube, unsere Speicher sind nicht an ME angeschlossen, weil unser ME ist... hat keinen Saft mehr. Das ME hat keinen Saft mehr? Nee. Okay. Müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Warte. Ich dürfte es hier so gehen. So, das heißt, wir brauchen aktuell erstmal noch ein paar Rednets. Ach so, oh shit, das ME ist ja down. Warum ist das ME? Warte. Dürfte wieder an sein. Ja. Das eine Tesserakt, was hier unten steht, das hier, Mike. Welcher, ja? Das musst du stehen lassen. Für die Query. Ja. Für die Query. Das ist für die Query und für was war das? Ah, von die Ender Thermic Pump. Jo. Okay, das müssen wir dann später mal umlegen. Das ME ist noch nicht wieder an bei mir. Jedenfalls hat hier oben das Terminal, zeigt mir nichts an. Nee, ich auch nicht. Na, Tesseract wird alles. Jetzt an? Moment. Nein. Jetzt doof. So, warte mal, das kann weg. Das kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg.
weg. Ja. So, das machen wir jetzt erstmal. Das machen wir jetzt alles mal ganz anders hier. So. Ah, jetzt ist es da. Jetzt ist sie da? Ja, jetzt ist es da. Ah ja, super. Gut. Was fehlt hier? Wir müssen unbedingt die Speicher reinmachen. Was müssen wir machen? Speicher reinhauen. Speicher reinhauen? Ja, den Speicher wieder anbinden. Was meinst du mit an den Reaktor anbinden. Ach so, Ich hab mal etwas volle Leistung erzeugt. Du meinst unten den Speicher an den Reaktor wieder anbinden? Ja. Lass den Speicher mal bitte unten ein bisschen leer laufen, weil da sind 350 Millionen RF drin, ne? Das reicht auf jeden Fall erstmal eine ganze Ecke. Lass den mal ein bisschen leer laufen, weil ich will mal sehen. Mit dem Reaktor drosseln. Ja, mit was. Naja, ich will mal sehen, mit was er dann einspeist. Ja, aktuell kommt hier volle Suppe. Ja, weil der Reaktor erzeugt gerade 9,9. Ja, dann machen wir mal ganz aus. Ja, dann ist ME wieder aus. Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal, dann setzt er hier oben ans ME einfach einen Tesserakt statt 7 fertig. Oder warte mal, dann mache ich das anders. Jetzt dürfte es gehen. Dürfte der extreme Leistung untergehen. Müssen unbedingt die Query umsetzen. Dass die wieder Strom frisst. Natürlich haben wir keine Landmarks mehr. Okay. Ja, die Landmarks kannst du ja machen. Setzt du die Query um, oder? Jo. Okay. So, habe ich mir das jetzt überlegt. Jetzt muss ich mir mal angucken, was du da gemacht hast. Jetzt muss ich mal schauen. Bei Twilight Falls war es, oder? Ja. Ja, genau. Oder genau? Ich glaube, ich weiß wo. Okay. So, warte mal, die schaffen 20.000 RF. Das ist ja jetzt, das reicht ja dicker aus. Okay. Die können erstmal hier wieder rein. Ach. Das. Du hast, glaube ich, das vergessen. Was habe ich vergessen? Ach so. Ja, das. So, ja, das ist hier jetzt hier Konzentration ist jetzt hier angesagt. So, das weg. Das weg. Und das weg. Gut. Dann theoretisch, wenn wir das hier vorne rum verbinden. So. So. Und so. Könnten wir einfach dann hier das Tesserakt dran setzen. Moment. So, den gebe ich mal noch keine Frequenz. Ich bin mal gespannt. Also theoretisch müsste jetzt die volle Leistung unten ankommen. Theoretisch. Praktisch? Weiß ich nicht, weil der Speicher muss natürlich ein bisschen leer laufen. Was er aktuell nicht tut. Der Dings ist aus. Der Reaktor, wie gesagt, der speist da nichts ein mehr auf die Speicher. Ja, unabhängig voneinander. Aber es verbraucht eben gerade nichts Strom, ne? Doch, die Query, aber die ist nicht angeschlossen da. Query ist am Reaktor dran. Die Query ist am Reaktor? Ja, das ist der Tesseract direkt davor. Stehen lassen sollte, wo du gerade eben gesagt hast. Das ist die Query.
Also frisst er ja auch nichts. Aber es läuft doch alles über Stadt 7. Es läuft doch alles irgendwo auch über den Speicher, ne? Weil der Speicher steht ja auch auf Stadt 7, das Tesserakt. Steht auch auf Stadt 7? Ja. Aber so, warte mal. Ich könnte... Ja. Das Tesserakt müsste ich natürlich mal einstellen. Nicht nur Energy Mode Resive only, sondern Send und Resive, ne? Ja, mein... Minecraft hat sich wieder verabschiedet. Ernsthaft? Ja. Das ist blöd. Die Zeit hast du aber trotzdem, oder? Ja, nein, jetzt nicht mehr. Wie viel war Zeit war? Ach so, 10 Minuten waren wir. Gut. Dann gehe ich mal ganz schnell. Hast du die Quarries jetzt schon umgesetzt? Ich wollte, war gerade an der zweiten dran. Die erste läuft schon wieder? Die erste läuft schon wieder, ja. Ich kann dir sagen, bei wie vielen Minuten wir jetzt waren? Ja, bei 10 Minuten 25. Aber ich verstehe nicht, warum wir... Der Speicher unten läuft ja nicht leer. Weil im Reaktor noch was drin ist. Es geht jetzt erstmal vom Reaktor direkt dahin. Weil der Reaktor ja die erste Verwendung ist. Ich deaktiviere den Reaktor jetzt mal. Der hat eh noch was im Speicher drin, ein paar Millionen. Ach so, der hat ja auch nochmal 100 Millionen Ash drin. 10 Millionen oder wie viel sind da? Da sind drin. Warte mal. 2, 6. Ja, genau. Ja, der läuft jetzt gerade leer. So, hier müssen wir auch nochmal gucken. Der ganze Knödel hier, den können wir auch schon mal zurückbauen. Das können wir zurückbauen. Ich glaube, das ist auch komplett unnötig. Gott, ey, die Kabel, die hier verlegt sind, das ist ein Wirrwarr, das ist nicht mehr schön. Ja, einigermaßen. Das müsste man dann, denke ich mal, auch das mal alles ein bisschen gescheit verlegen. Ja, wär mal gut. Kann man den Speicher sonst noch irgendwie leeren? Nee, ne? Wenn man den abbaut und wieder draufbaut, ist er ja nicht leer, oder? Nee, bleibt alles drin. Muss ich jetzt mal noch so eine Kapazitäterbank bauen? Scheiß doch drauf. Gucken wir mal, ob man da noch ein bisschen was. Okay. Dann Moment. Kapazität. Ach, das war ja wieder der Scheiß. Oh. Gut. Wie viel brauchen wir davon? Moment, wir brauchen davon. Haben wir keine? Gut, das. Was hat da jetzt gefehlt? Moment. Zap. Energetik-Alloy. Haben wir noch genug, oder? Nee, gerade alle. Ich hab da aber was hergestellt in Massen davor. Glowstone, Gold und Redstone. Aber weißt du was? Weißt du, wann du das machen kannst? In der nächsten Folge. Ja. Moment. Eine Sekunde. Ich hoffe, mein Minecraft geht jetzt wieder. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal. Moment. Aber sind wir schon mit der Zeit fertig? Ja. Okay. Dürfen meines Erachtens 10 Minuten gewesen, 15 Minuten gewesen sein. Was macht denn der jetzt hier? Ach, das Yellorium. Ach, der brutzelt jetzt hier den ganzen Quark durch. Alle in Verwendung.
Ich habe extra noch einen dritten vorhin gebaut. Ich sehe das schon. Ja, den dritten hast du aber nicht ans ME angeschlossen. Nee. Der sollte ihn nur ins Deck herstellen. Achso, okay. Ach Gott. So, jetzt laufen beide Queries wieder. Zweimal. Gut, so, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal und sehen uns dann quasi morgen wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim Panjo vorbei und alles in der Videobeschreibung. Däumchen da lassen? Ist ja auch egal. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis morgen. Tschüss. Ciao.